Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem wundervollen Menschen im Gast, Marco Greulich. Hi. Marco, Gewürzepapst, Soßenexperte, Markenbotschafter von Monolith, Experte mit Feuer und Flamme, kleines Spielkind, Grillweltmeister. Marco, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Wir grillen jede Menge geile Rezepte auf dem Kleinen, auf dem Großen, erklären Tipps und Tricks. Wir machen Burger-Tacos auf der Feuerplatte, Steaks auf der Rotisserie, gerilltes Fladenbrot, Lachs auf Orangenplanke und. Und ja, das ganze Sortiment wird gezeigt. Also ihr hört, es gibt wieder viel zu essen für mich. Bleibt dran. So Marco, bevor wir jetzt mit den ganzen Leckereien anfangen vorzubereiten und zu grillen, würde ich vorschlagen, heizt mir erstmal den Grill auf und du erklärst jetzt, worauf wie zu achten ist und wie es am schnellsten geht und wie wir in 10, 15 Minuten grillbereit sind. Alles klar. Wir haben hier drin eine reine Holzkohle. Das ist wichtig. Wir nehmen keine Briketts, weil Briketts oft Füllstoffe und Stärke und was da drin haben, die einfach nicht mit verbrennen, als Rückstand und Asche überbleiben und den Luftzug dann am Ende einschränken und somit die Kohle ersticken. Du hast jetzt 3/4 des Kohlekorbs voll gemacht mit Kohle. Genau. Das reicht? Das reicht jetzt für ein paar Stunden Grillen alle mal aus. Wenn ich Low and Slow machen möchte, mache ich ein bisschen mehr rein und dann reicht es auch für 30 Stunden bei 120 Grad. Ja. Wie zündest du einen Grill an? Benzin, Vollgas, draufgekippt, nein, natürlich nicht. Ja klar, du bist auch für die Napalm-Fraktion, ne? Nein. Natürlich nicht, nein. Also, ich habe einen Gasgrill zu Hause. Du machst es dir auch einfach. Ich mache es mir einfach. Hier ist so ein bisschen mehr der Weg das Ziel, wie ich schon sagte. Wir müssen die Kohle anzünden, aber das Schöne ist ja, wenn du Kohle anzündest, hast du schon mal so ein bisschen diesen Geruch in der Luft und du merkst, hey, nachher gibt es was Gutes, was Leckeres und das gehört auch dazu. Absolut. Das kann kein Gasgrill dir ersetzen, diese Grillromantik dahinter. Ich habe Feuer gemacht, es geht einfach nicht. Das schafft man nur mit einem Holzkohlegrill. Das finde ich auch gut so. Hier für die Holzkohle nimmst du entweder einen guten Öko-Anzünder, halt diese Holzwolleknollen, die wachsgefängt sind, kann man machen. Aber das Geilste ist eigentlich der Monoleiter. Das ist ein Heizgebläse, den kann ich einfach in die Kohle halten und habe in einer Minute ein Glutnest fertig. Wie, so einfach ist das? Ganz easy peasy. Zu Anfang halte ich einfach rein, drück drauf. So, und wenn du siehst, dass sich Funken bilden, sobald Glut da ist, das dauert vielleicht 10, 15 Sekunden, dann ziehst du ihn zurück. Sonst wird er vorne zu heiß werden und schmelzen und hältst nur noch die heiße Luft drauf. Und dann so nach 30, 40 Sekunden, dann plötzlich der Punkt, wo das volle Kanne abgeht. Und ich habe in einer Minute das Glutnest fertig. So. Ich merke schon ordentlich die Hitze, Freunde. Das reicht zum Anzünden. Jetzt können wir es zusammenbauen, Deckel zumachen. Nehme ich mal die Deflektorplatte. Deflektorstein, jawohl. Die halbe. Darauf den halben Drip Pan. Jetzt kommt da ein halber normaler Rost drauf. Und hier nehme ich den Gussrost. Und da oben drauf baue ich mir jetzt nochmal den zweiten Ring mit dem zweiten Rost und habe so mehrere Ebenen zur Verfügung. Wahnsinn. So, Deckel zu. Deckel zu. Oben auf. Oben auf, Kamineffekt. Und jetzt gleich geht's hier Rambazamba ab. Genau. So Marco, Grill ist an, der heizt auf. Lass uns ein bisschen vorbereiten. Was hast du mir Tolles mitgebracht? Was grillen wir jetzt? Also, hier haben wir tolle Rindersteaks, schön marmoriert. Die werden direkt angegrillt auf dem Gussrost. Mit Fettdeckel. Fettdeckel für schöne Röstaromen. Was isst du? Dann auf den Punkt fertig gezogen. Ich esse wahrscheinlich das hier, das ich kenne. Das hier nennt sich Gemüse, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja. Das ist eine Zucchini. Die gibt es als Beilage, die schneiden wir einfach auf Scheiben. Würzen die ein bisschen, grillen die an, drehen sie um. Dann kommt da eine halbe Tomate drauf und ein bisschen Parmesan. Ganz schöne, einfach gemachte Beilage. So, so schön, Marco. Wunderbar. Ja. Dann haben wir hier einen Brotteig für ein gegrilltes Fladenbrot. Das ist ganz einfach ein Pizzateig. Streiche mit Butter ein, ein bisschen Salz, Pfeffer drauf, dann wird er gegrillt. Wir machen das alles gleichzeitig? Alles gleichzeitig. Da kann er direkt, indirekt, alles gleichzeitig. Gar kein Problem. Da bin ich mal gespannt. So, dann haben wir hier noch ein paar Frühlingszwiebeln. Die sind gegrillt, richtig lecker zum Steak. Ganz einfach gemacht, ein bisschen Öl drauf, ein bisschen Salz, Pfeffer und fertig. Und hier habe ich Lachs. Und ihr kennt das ja alle, Fisch klebt immer gerne am Grillrost an. Wir machen einfach hier kleine Scheibchen aus der Orange. Geht auch mit Limette oder mit Zitrone zum Beispiel. Legen die auf den Grill. Darauf kommen diese Lachswürfel. Und dann grillen wir das mit ein bisschen Rauch und haben kleine Häppchen. So Marco, während der große Grill aufheizt, wir haben viel vorbereitet. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den kleinen Icon an. Was hältst du davon? Auf jeden Fall, den brauchen wir auch. Der kleine Icon ist der Tischgrill von Monolith. Der ist portabel, den kann man mit in den Urlaub nehmen oder sowas. Der steht halt auf dem Tisch, ganz bequeme Arbeitshöhe. Und hat ein Rost von 32 cm
und alle Vorteile der großen Keramik auch. Schöne Hitzespeicherung. Es gibt hier halt auch einen Deflektorstein wie für den großen im Ganzen. Das heißt, ich kann die ganze Fläche auch indirekt nutzen, auch auf zwei Ebenen. Und ich kann hier auch alles grillen, direkt, indirekt. Ich kann Pizza backen und, und. Also sehr umfangreich. Und du sagst Tischgrill, den können wir wirklich auf dem Tisch stehen lassen. Verbrennt mir das hier unten Also nicht. Der Grill wird unten keine 50 Grad heiß. Der kann echt auf dem Tisch stehen. Ich will das jetzt ausprobieren hier. Da kommt das schon. Ein bisschen weg, hast du gesagt, ne? Ja. Das ist unser Glutnest. Das reicht voll und ganz aus. Jetzt machen wir zu. So, und das Coole an dem Icon ist, der ist nicht nur ein kleiner Keramikgrill. Du kannst bei dem Icon mit diesen beiden Schrauben hier hinten einfach den Deckel abnehmen und eine Feuerplatte auflegen. Dann hast du ja so eine über 60 cm große Platte drauf als Plancher. Wir machen ja Tacos, Cheeseburger-Tacos. Geil, da bin ich ja wieder mit dabei, ne? Das verstehe ich am allerbesten. So Marco, ich würde sagen, bevor der Bullen heiß wird, packen wir kurz noch den Deflektorstein rein. Genau, der muss auch aufwärmen natürlich ein bisschen. Wir haben hier den Halter für den Deflektorstein, da kommt er einfach rein. Kommt einfach rein. Da kommt der Stein drauf. Stein drauf. Dann habe ich auch hier komplett indirekte Fläche. So, da kann und das Rost auch direkt mit rein? Der Rost oben drauf. Der kann auch aufheizen. Und trotzdem jagt er jetzt sehr, sehr schnell die Temperatur hoch. Das geht ruckzuck bei dem Grill, ja. Mittig, das wäre gut, genau. Hilfreich. Deckel zu. Ja. Und sobald der so 150, 180 Grad hat, dann legen wir die Chicken Wings auf. Kleine Fingerfood, Tasting. Genau. Wunderbar, mag ich. So Freunde, der Grill ist heiß, ich habe Hunger. Marco ist am Start, hat die Zange in der Hand. Marco, bitte. Ja, los geht's. Was machen wir? Erklär es uns. Wir haben hier die marinierten Zucchini. Womit haben wir das mariniert? Das kannst du hier ein Barbecue ab nach deiner Wahl oder ein paar Kräuter, ein bisschen Salz, Pfeffer. Also da gibt es kein Falsch, kein Richtig. Es gibt nur schmeckt und schmeckt nicht. Und die Zucchini grillen wir das auf der einen Seite an. Oh, wir hören schön zischen. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Das habe ich als Weckton auf dem Handy. Dann lege ich schon mal die Orangen hier jetzt auf indirekte Hitze da unten. Ja, aber für euch kurz zur Erklärung, da unten drunter ist der Deflektorstein und deswegen haben wir dort eine indirekte Hitze. Es kann also da uns nichts verbrennen oder keine Flammen hochschlagen, weil ja auch die Auffangschiene mit dabei ist, die Auffangschale. Bitte. Ja, hier haben wir den Lachs. Könnt ihr auch marinieren, wie ihr möchtet. Hier kommt gleich ein bisschen Salz, Pfeffer drauf. Mit ein bisschen Knoblauch und Chili gemischt, dann war es das schon. So haben wir schöne kleine Mini-Grillplanken quasi. Schöne Canapés. Auf der Orange. Das gibt jetzt Aroma, Saftigkeit, es klebt nichts an. Man kann es in eins servieren, einfach mit dem Spachtel runterheben nachher und fertig. So, kommen wir ganz kurz zu den Einstellungen hier von der Luftzufuhr. Da haben wir ja was reguliert. Genau, also unten, oben kann ich halt die Luftzufuhr steuern. Je mehr die auf ist, umso heißer brennt der Grill. Ich mache die jetzt so halb auf. Also das ist quasi hier die Stellung halb. Nochmal hier ganz kurz. Ne? Wir haben jetzt hier 250 Grad Deckeltemperatur und ich kann halt meine Hände, ich merke, dass es warm ist, also gut warm ist, aber ich habe jetzt keine so, verdammt, ich habe jetzt die Brandblasen auf dem Finger. Blechgrill fasst du an bei der Temperatur. Das war's dann. Schöne Sache, gefällt mir sehr gut. Mag so ich. Geht das. So, ich schau mal kurz nach der Zucchini. Also drehe ich jetzt um. Und schön angeröstet. Sehr schön. Auch in den indirekten Bereich. Genau. So, jetzt hole ich mir die Tomaten. Das ist eine ganz, ganz einfache Beilage, die super lecker ist. Guck mal, da muss ich hier ein Foto machen. Jetzt hier. Guck mal. Kann so. Ich sagen, ich hab's gemacht. Das lassen wir jetzt zusammen garen und gegen Ende reiben wir noch mit dem Parmesan drüber. Oh. Und dann ist fertig. Und auch das kannst du natürlich auch mit Zucchini machen oder mit anderen Früchten oder Gemüse oder wie auch immer. Man kann auch Fleisch auf Fleisch machen. Das natürlich, geht ja auch. Natürlich. So, jetzt haben wir hier die Glut. Ich möchte gerne ein bisschen Rauch dran haben. Jetzt kann ich hier natürlich einfach ein bisschen Holz durch den Rost schmeißen, kein Ding. Aber wir wollen mal zeigen, wie das hiermit funktioniert. Ich habe hier unsere Holzpellets aus Kirsche. Ich nehme einfach eine kleine Portion davon. Wie gesagt, nutze den Rauch wie ein Gewürz, wie eine Zutat. Trocken rein. So, ich habe ihn jetzt drin. Jetzt ziehe ich hier am Hebel. Wichtig ist, ihr wollt einen feinen Rauch haben, keinen dicken Qualm, sondern so ein bisschen schönen durchsichtigen Rauch. Wenn der Rauch dunkel ist oder undurchsichtig oder weiß, hat er viel zu viel, das wollt ihr nicht. Ich lege mal eben einmal hier den zweiten Rost drauf, dass wir das Fleisch da ablegen können indirekt. Und jetzt, der Gussrost ist heiß und das ist das Geräusch, Freunde, das brauchen wir. Herrlich. Ich mach kurz zu. Absolut, weil wir auch da brauchen wir natürlich die gespeicherte Energie und Hitze aus dem Rost, aus dem Grill. Und dazu kommt auch, dass wenn der Deckel zu ist, halt wenig Sauerstoff da ist. Das heißt, Fett, was runtertropft, kann gar nicht groß aufflammen. Lass mal schauen. So, dann wollen wir mal gucken, ob sich lösen lässt. Klebt nichts an. Drehen wir einmal um 90 Grad.
für das Branding. So, jetzt habe ich hier unseren Teig von vorhin. Und den ziehe ich einfach mit den Händen auseinander. Also der Pizzabäcker, der Marco, eh? So, jetzt habe ich hier geschmolzene Butter. So, und das geht einfach auf den Rost. Mit der Butterseite nach unten, ja? Genau. Da bin ich mal gespannt. So, da nochmal das Ganze. Guck mal, was wir da alles drauf haben. Hier habe ich noch einen davon. So, da nochmal Butter. Siehst du die tollen Röstaromen? Sensationell. Hammer, sensationell. Wie lange braucht das Fladenbrot? Das muss so kurz angegrillt werden, direkt. Und wird dann indirekt fertig gebacken. Oh! Und das ist super einfach, aber jeder, der das sieht, der denkt, boah, Alter, was geht da ab? Da grillt Brot. Auch da ein bisschen würzen. Total unaufgeregt. Mag ich. Mein Stil. So. Auch auf Steak jetzt ein bisschen Salz. Ja, jetzt das da. Soll so ein bisschen schmelzen, ein bisschen Kruste sorgen dann. Noch einmal drehen das Ganze. Das legen wir jetzt weg. Auf die indirekte Hitze. Bisschen garen noch, ne? Genau. Und da seht ihr, wie praktisch das ist mit den mehreren Ebenen. Ich kann hier direkt angrillen, da indirekt fertig garen. So. Steak rüber. Deckel zu. Und jetzt lass es fertig ziehen. So, Marco, jetzt im Le Chef, in dem großen, haben wir gesehen. Ich freue mich riesig. Das dauert jetzt noch 3-4 Minuten, so vom Gefühl her. Dann sind wir da fertig. Zieht also vor sich hin. Genau, das ist ja indirekt. Kann nichts passieren. Genau. Der kleine Alken ist fertig, aufgeheizt. Der hat auf Temperatur, der Rost ist auch heiß. Das heißt, legen wir die Chicken Wings auf. Ich kann jetzt gerade mal die Chicken Wings hier drauflegen. So als Amuse-Gueule, Canapés, Fingerfood. Hauptsache, ich habe was zu essen. Das dauert jetzt 20, 30 Minuten. Easy, ganz entspannt. Ne, aber auch da indirekte Hitze durch den Deflektorstein. Es kann uns nichts verbrennen. Ja, das ist einfach das Schöne. Grillt jetzt indirekt einfach weiter. Und wenn wir gleich die Steaks gespeist haben mit dem Fingerfood, dann sind die auch fertig. Also läuft alles nach Plan. Der Lachs, der sieht fast fertig aus. Der Lachs, der sieht, ja. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen beeilen, weil jetzt sind wir wieder hier auf der direkten Hitze. Ne? Ja, aber ganz kurz, mach doch nichts. Ich will nur mal einfach Parmesan auf die Zucchini reiben. Viel hilft viel. Einmal das. Überragend. So, was sagst du, Benni? Wunderbar, das sieht überragend aus. Super einfach gemacht. Ja. Geil. Mag mir übrigens heiß. Und also tiefenentspannt alles. Doch, das macht Laune. Da kann man drauf aufbauen. So, also Steaks sind perfekt. Fladenbrot, du hast noch ein bisschen kurz Frühlingslauch in der Hand. Genau, kurz Zwiebeln angrillen. Kurz angrillen. Einfach aber auf den Rost damit. Da auch nochmal ganz kurz ein bisschen Butter drüber. Oh. Dann wird das leicht nussig, so ein bisschen das Karamell durch die Röstaromen, durch das Angrillen. Das macht dann richtig Freude. So, etwas Salz, Pfeffer, Chili, Knoblauch wieder. Das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Ich hatte immer gerne so einen Becher mit der Mischung fertig, wo ich einmal reingreifen kann. Ja. So. Weil das, wie du schon sagtest, das unterstützt ja das Produkt einfach nur. Ne? Wir wollten ja nicht panieren, es unterstützt, es hebt nochmal den Eigengeschmack einfach an. Was wir noch kurz machen jetzt, ist einmal kurz die Fettseite hier anrösten. Unbedingt. So, weil wir wollen ja Röstaromen haben. Die machen sie erst lecker, das ganze Grillen. Ne? Und also können wir einen Topf Wasser aufsetzen. Genau. Ne? So, Marco, das sieht hier wieder überragend aus. Und vor allem war ganz einfach. Ne? Kleine Vorspeise, Steak, alles zusammen auf einem Grill, ruckzuck gemacht. Und das Brot schneiden wir an. So, Freunde, Marco ist so lieb und stellt uns sein Rezept fürs Fladenbrot zur Verfügung. Hauen wir euch hier oben links rein. Das ist einfach überragend. Das hat keinen grauen gekochten Rand. Das ist ein Punkt. Das ist so sexy. Wunderbar. Das Auge ist ja auch mit. Naja, Hauptsache ich esse mit. Einfach klein hacken? Klein hacken, ja. Ja, ja, in Spalten schneiden, Ringe, whatever. Hier auch noch ein bisschen Parmesan. Oh, ist das schrecklich. Marco, du darfst öfters kommen. Ach, ich bin im Recall, ja? Schön. Ja, auch das, ganz einfach gemacht. Das Brotgrillen ist echt kein Thema. So, leicht gestärkt. Ich bin glücklich. Haben wir jetzt noch die Chicken Wings am Grill. Alles total tiefenentspannt, locker, sehen gut aus. Jetzt habe ich hier noch eine Glasur. Da könnt ihr Barbecue-Soße nehmen oder was ihr wollt. Ich habe hier Ahornsirup. Einfach nur Ahornsirup, ja. Nichts weiter drin. Liebend gerne Ahornsirup für Chicken Wings. Ja. Da ist einfach nur ein Barbecue-Up drauf jetzt. Und der Sirup, der gibt eine schöne Süße, karamellisiert ein bisschen und unterstützt das Aroma. Er deckt das nicht so zu wie viele Barbecue-Soßen.
Ja, das ist schon penetrant teilweise. Ne? Genau. Man riecht halt schon, wie es karamellisiert. Deckel zu. Deckel zu, nochmal warten. 2-3 Minuten noch, dann sind sie fertig. Ne? In der Zwischenzeit würde ich sagen, wir haben was Neues vorbereitet für den Le Chef. Genau, da zeigen wir jetzt die Rotisserie. So sieht das Monster aus. Ich glaube, das kann nur gut werden, Marco. Da haben wir einen Hauptspieß, die ist ein bisschen dicker. Und ich habe dazu aber noch hier diese Aufnahmen. Dann würde ich vorschlagen, montieren wir das Ding einfach. Ja, würde ich sagen. So, jetzt sitzt sie drauf. Und ich kann den Deckel schließen. Und alles ist dicht. So, Freunde, Chicken Wings sind fertig. Weißt du, was blöd ist? Ja, es sind nur 6. Ja, nee, es passt leider nicht alles drauf. Schade. Kein Aufwand großartig. Du kannst es nebenher laufen lassen. Und vor allem, du siehst ja auch, wie schön goldbraun die geworden sind. Das ist halt die Stärke der Keramik. Diese gleichmäßige Hitze von allen Seiten. Ja. Und gleichzeitig sind die mega, mega saftig. Wunderbar. Nochmal ganz kurz zu diesem Icon, Monolith Icon Tischgrill. Es ist wirklich ein Tischgrill, denn wir können hier problemlos arbeiten. Der Grill hat fast 200 Grad und ich kann meine Hand hier problemlos drunter halten. Es wird einfach nicht heiß. Der isoliert so stark die Hitze. Ich bin hart begeistert. Gefällt mir richtig gut. Fahre jetzt mit dem Auto vor und lade den einmal ein. So, Marco, bis jetzt alles sehr, sehr geil, sehr umfangreich. Aber ich habe hier was, oder wir haben jetzt hier was zwischen uns. Und zwar, freut euch drauf. Auf die Feuerplatte. Die werden wir jetzt montieren, Marco. Genau, die Feuerplatte. Und du zeigst, wie es geht. Auf dem kleinen Icon haben wir eine Besonderheit, auch beim Junior. Wir können hier ganz einfach die Schrauben am Deckel lösen. Nehmen den Deckel hoch und heben ihn ganz raus. Und jetzt sehen wir auf der Rückseite von der Platte eine fertige Halterung, die uns quasi vorgibt, wie rein das muss. Genau. So. Ah, jetzt. Jetzt sitzt er. Sitzt. Sieht gut aus. Kann man auch drehen, wie man es braucht. Sehr geil. Ich habe hier so einen schönen Rand, da fällt man nicht runter. Genau, Luft machen wir auf. Ne, also Temperatur brauchen wir. Ich habe hier diesen kleinen Gastronombehälter. Kann ich da einfach einschieben und dann kann alles, was ich an Fett und so weiter habe, da schön mit dem Spachtel reingekratzt werden. Letzten Endes, wenn du einen Stehtisch hast, kann ja auch jeder irgendwie, ne, sie stehst jetzt zu 6 oder sowas. Dann ist der Hit, was du auf einer Party machst du ein Buffet an Zutaten für Spießchen. Genau. Und jeder macht seine eigenen Spieße fertig und brutzelt die drauf. Oder ein Burgerbuffet. Ey, mega gut. Da kannst du mit 6 Leuten Burger drum zu grillen, das geht wunderbar. Sehe ich. Die Feuerplatte ist massiver Stahl, die wird dann nie durchrosten. Ja. Das ist quasi wie Omas alte Pfanne oder wie ein Gussrost oder eine Feuerpfanne, Dutch Oven. Das muss ein bisschen gepflegt werden. Da brauche ich einfach Öl für. Ein bisschen Fett reicht vollkommen aus. Ja. Hier, Santos Barbecue-Spray, Empfehlung, einfach einmal aufsprühen. Dann mit dem Zewa-Tuch abwischen. Das Ganze brennt sich rein und wird mit Benutzung immer dunkler und immer schwarzer. Die Patina, die sogenannte Patina. Genau. Kleiner Tipp, am Ende, wenn das Ganze sauber ist, also wenn ich es abgekratzt habe, dann einölen und dann nochmal ordentlich einbrennen lassen. So, die lassen wir jetzt aufheizen. So lange machen wir hier die Rotisserie. So, Marco, Thema Drehspieß. Was machen wir heute Leckeres auf dem Drehspieß? Also, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben einen Hauptspieß in der Mitte. Da kommen die größeren Sachen drauf. Das ist dieser hier. Wir haben jetzt hier schöne Steakwürfel. Das ist auch schön marmoriertes Roastbeef. Da brauchen wir die Klammer nicht für. Die brauche ich für einen Braten oder einen Vogel. Aber das hält auch so. Also, weg damit. Perfekt. Hoppla. Aber weniger zum Saubermachen. Genau. Jetzt nehmen wir das Steak, spießen es einfach vorsichtig auf. Ich mache gerne das Fett immer in eine andere Richtung. Immer schön in jede Richtung, Röstaromen und Saftigkeit da. Und das kann schön vor sich hin drehen. Ich habe jetzt hier ein indirektes Setup. Ihr könnt das direkt machen oder so wie jetzt halb indirekt oder ganz indirekt mit doppelten Deflektorsteinen. Ganz nachdem, wie ihr wollt. Bei dieser Methode habe ich halt noch ein bisschen mehr Röstaromen von der Flamme her. Ne? Wenn ihr einen größeren Braten oder einen Vogel macht oder sowas, lieber ganz indirekt, weil der so ein bisschen langsamer garen soll und saftiger bleiben soll. Aber solche Sachen, die müssen schneller gehen, immer gerne halb und halb. Jetzt kommen wir zu den Beilagen, die wir auch am Spieß auf der Rotisserie mitgaren. Und zwar haben wir diese Extraspieße, wie gesagt, bis zu 9 Stück, je nach Bestückung. Hier habe ich jetzt Kartoffeln, kleine Drillinge. Die habe ich vorgekocht, dass sie schneller gar sind. Und hier ist Bacon. Ihr wisst ja, Bacon macht alles besser. Aber ich habe Freunde, die wickeln sogar Bacon in Bacon ein. Ja, das verstehe ich. Ja. Das kann ich mir ganz geil vorstellen, Marco. Absolut. Hast tolle Rezepte mitgebracht, vielen Dank dafür. So, siehst du, jetzt kann ich wieder sagen, ich habe alles gemacht. Naja, das Ganze würzen wir noch schnell. Ein bisschen Salz, Pfeffer, Chili, Knoblauch. Also einmal das Fleisch, auch die Kartoffeln, wobei der Bacon natürlich schon ein bisschen Salz mitbringt.
Muss man aufpassen, ne? Nicht übertreiben. Hier haben wir Bratpaprika. Pimentos de Padron. Die sind immer super lecker. Die kann man übrigens auch noch wunderbar schön mit Olivenöl und Knoblauch machen. Dann werden die noch ein Ticken besser, aber ich spieße einfach mal so auf. Ja. Man kann bei Tisch immer noch ein bisschen Öl drauf geben. Absolut. Auch ein bisschen Parmesan rüberreiben zum Beispiel. Und hier habe ich einfach ein paar kleine Mini-Brote mit Röstzwiebeln. Die machen wir auch im Drehspieß. Genau. Die werden da quasi schnell aufgebacken. Einmal mit Butter eingepinselt gleich. Und fertig. So, pass auf. Also, Rotisserie läuft autark. Ich meine, das ist ja doch das Schöne. Das läuft ja wirklich, wie du es eben gesagt hast, von alleine. Freihändig grillen. Freihändig grillen. So, man weiß ja auch bei einer ganzen oder bei einer Maispoulade, anderthalb, zwei Stunden später kann ich es runterholen. Alles ist schön. Das ist ja wirklich planbar. Jetzt haben wir das Steak drauf, das wird ja auch gut 20, 25 Minuten irgendwie brauchen in der Grill- und Machart. Jetzt haben wir die Feuerplatte, die ist ordentlich heiß. Und zwar habe ich hier 300 Grad, 311 Grad. Also damit können wir auf jeden Fall jetzt arbeiten, würde ich sagen. Was machen wir? Ich regle erstmal kurz die Luft ein bisschen runter. Du regelst, okay. Weil fast 300 Grad reicht allemal aus. Ja. So, bei der Feuerplatte haben wir jetzt in der Mitte halt einen heißen Bereich und außen ein bisschen kühler. Das kann ich natürlich nutzen zum scharfen Anbraten, zum Fertigziehen und so weiter. Wir machen jetzt Burger-Tacos, Cheeseburger-Tacos. Bin ich dabei? Ich habe hier Burger-Patties. Die werden wir ganz einfach scharf anbrutzeln. Warum? Weil wir es können. Genau. Hier haben wir Bacon. Legst du mal den Bacon drauf? Ich lege den Bacon drauf. Ja. Eher außen oder vorne mit Knallgas? Ja, so mittendrin. Mittendrin stand nur dabei. Ist doch einfach nur sexy. Er hat nicht gesagt, wie viel Bacon, ne? Weil wir es können, legen wir jetzt die Zwiebel einfach ins Baconfett. Ich hab Bacon, ich hab Vorfahrt. Und auch hier brauchen wir noch überall ein bisschen Salz, Pfeffer als Gewürz dran. Meine Zwiebeln möchten bitte auch was haben. Und gleich, als kleiner Trick, kommt noch ein bisschen Ahornsirup auf die Zwiebeln. Oh ja, ein bisschen süßer. Ja, schön. Für die Tacos haben wir noch ein bisschen Rucola. Und als Topping am Ende ein bisschen Koriander. Was ihr da nehmt, ne, auch da heißt es, schmeckt, schmeckt nicht. Kein falsch, kein richtig. Da ist jeder frei in seiner Entscheidung, wie er es einfach mag. Du als Koch kennst das bestimmt. Absolut. Das ist jetzt kein Aluhut. Haben wir bei Santos auch übrigens. Ja. Sondern das ist dafür da, um die Hitze einzufangen. Einfach den Käse auf die Burger, die Sauce drüber, vielleicht noch einen Tropfen Wasser mit drauf für Dampf. Und dann hast du den wunderbar gleichmäßig geschmolzenen Käse. Und dann die Sauce oben drauf. Das jetzt hier über offenem Feuer, das hat auch nochmal gewisse Sexiness auf jeden Fall. So, ich bereite mal die Wraps vor. Das ist gut. Ja, ein bisschen Mayo, und ein bisschen Ketchup unten drauf. Sehr gut. Dann etwas Rucola. Feldsalat geht auch sehr gut. Genau, nochmal schön durch. Nicht zu viel. Ein bisschen Balsamico kann man auch zugeben oder ein Schuss Whisky kommt auch sehr gut. Oh ja, naja. Ich würde dir das als Anerkennung überlassen jetzt tatsächlich. Mach du mal, also bitte, also das ist für dich. Das ist für dich. Komm hier unter Grillbrüdern. Oh, Marco. Und. Jetzt werden die nochmal angetoastet. Genau, von beiden Seiten. In dem Fett auch nochmal so ein bisschen, womit wir gearbeitet haben. Überragend sieht das aus. So, jetzt noch etwas Chili-Mayonnaise on top. Ich würde sagen, guten Hunger. Hau rein. Dies bedarf einfach keine Worte mehr. Ich werde zu langsam satt. Feuerplatte, Thema Reinigung, das haben wir eben am Eingang schon erzählt gehabt. Jetzt zeig mal ganz kurz den Zuschauern, wie es richtig geht. Alles, was sich da eingebrannt hat, wegkratzen. Auch am Rand das Fett einfach einmal so mit Schwung mitnehmen. Dann könnt ihr das in den Auffangbehälter reinziehen. Dann nochmal mit Zewa abtrocknen nachher. Und dann ganz schön einölen. Und da habe ich eine wunderbare Patina drauf. Einmal außen rum gewischt. Drehspieß. Ja, Drehspieß. Drehspieß, da war noch was. Unser Spieß hat jetzt so 20 Minuten gedreht. Wollen wir mal schauen. Oh, guck das an, das Fleisch. Das sieht auch einfach schon geil aus. Schön kross. So, und das Brot hat die Nummer 3. Die röste ich mal hier über direkter Hitze kurz an.
Ein so. Knopf und dann dreht sich alles, Marco, ja? Genau. So, jetzt habe ich hier vorhin die Gusspfanne mit aufgeheizt, habt ihr schon mal gesehen. Habt ihr ein bisschen Fett auffangen lassen vom Fleisch. Und da machen wir noch eine kleine Beilage. Und zwar argentinisch, weil es sich hier dreht, ist ja fast wie ein Rodizio. Machen wir Provoletta. Das ist Provolone-Käse. Der kommt einfach in die Pfanne. Nachher kommt ein bisschen Chimichurri oben drauf und Oregano und fertig. 5 Minütchen, 10 Minütchen und dann sind wir da. Genau. Gibt's endlich wieder was zu essen. Ja. Wunderbar. Den Käse haben wir einmal gewendet. Genau, der wird halt scharf angebraten, dann einmal gewendet. Siehst du, wie geil knusprig der ist? Das Fleisch, wunderbar saftig und kross. Ja, super gleichmäßig auch. Hol ich mal kurz runter. So, die anderen Spieße können am Ende heiß werden. Das Metall. Darum den Handschuh. Das ist so. Einfach die schön. Einmal kurz über direkte Hitze hier. Ja, wir machen nur indirekt. Ein bisschen Chimichurri drüber wollen wir machen. Da kommt jetzt Chimichurri drauf und ein bisschen Oregano noch. Muss ich wieder was essen? Ich fürchte ja. Ja, okay. Ich opfer mich. Da jetzt auch ein bisschen Chimichurri drauf. Ja. Unsere Kartoffeln. Ist das ekelhaft, oder? Schon sehr, ja. Aber es ist nicht so schlimm. Ich komme damit klar. Also einfach schön. Ja, aber einfach schön. Hm? Weißt du, das ist ja alles kein Voodoo. Nee. Aufspießen, drehen lassen. Das Ding macht die Arbeit. Ja, der Bacon schön knusprig. Wunderbar. Mir fehlen die Worte. Selten, aber weil es einfach so einfach irgendwie ist. Ding sieht gut aus, geil verarbeitet, macht einen mega Job. Direkt, indirekt, auf einmal. Du kannst damit tanzen, spielen. Also so viele Möglichkeiten. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto umfangreicher wird ja das Repertoire von einem und desto schöner werden die Sachen letzten Endes. Ja. Das ist ja, hat ja nichts mehr mit der klassischen Grillbratwurst zu tun auf der Holzkohle. So ihr Lieben, das war das Grillen mit meinem lieben Freund Marco. Marco, vielen, vielen lieben Dank für deine Rezepte, für deine Zeit, dass du da warst. Es hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Du bist die beste Pitbitch ever. Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, klickt, like, teilt, rastet aus, abonniert den Kanal, verpasst keine Videos mehr. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt eine E-Mail oder noch schöner, kommt persönlich vorbei. Wir sind raus, Benny und Marco. Bye, bye. Habe ich alles alleine gemacht? Ja, pass auf, wenn du ein richtig schönes Foto haben willst, dann musst du das so machen. Oh. Bist du jetzt meine Pit-Bitch?